Ah, sind wieder meine Kumpels. Wieso gehe ich jetzt eigentlich schon wieder um diese Uhrzeit hier hin? Ach! Mann, 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 Mann. Nee, aber warte mal, hier war doch irgendwo eine Feuerstelle. Ertrunkener, Behälter, Fass. Mir wurde gesagt, dass ja, dann ist eine Feuerstelle. Gut, dann gehe ich da direkt hin. Ja, aber erstmal kümmere ich mich mal um die Ertrunkenen. Boah, hier. Boah, ich mache ich sogar mit dem Gruppenkampfstil kalt. Wunderbare Sache. So. Oh, der hat sogar ein bisschen Kohle dabei. Und auf jeden Fall schön Alchemie-Materialien. Ich muss mich nachher noch ein paar Tränke machen. So, jetzt gehen wir erstmal zur Feuerstelle. Da bist du versteckt. Wir können ja direkt mal gucken. Alchemie, kann ich irgendwas brauen? Nö. Es fehlt mir überall was. Was fehlt mir denn da? Mixturtyptrank. Vielleicht brauche ich noch ein paar Fiolen. Ja, schauen wir mal. Jetzt wird erstmal gepennt bis Mittag. So. Hier irgendwo schleicht er dann wieder Leuwarden rum. Genau, da hinten. Ich persönlich habe nichts gegen Hexer. Aber ihr solltet die Straßen dieser Stadt nicht betreten. Ja, ne? Gute Sache. Am besten sollte ich ja nirgendwo rumlaufen, außer wo ich gerade gebraucht werde. Ja? Wie ich hörte, sollen Kreaturen den Warentransport gefährden. Ja, ich nehme an, ihr fragt nicht aus reiner Neugier. Ich hatte gehofft, dass jemand für ihre Beseitigung zahlen würde. Ich vielleicht. Der Landungssteg im Sumpf ist wichtig für meine Geschäfte. Wegen dieser Kreaturen musste ich Einbußen hinnehmen. Wie sehen die Bestien aus? Es sind Ertrunkene. Sie kommen nachts raus, zerstören Waren und ermorden Träger. Ich würde 400 Orens zahlen, um sie loszuwerden. Na, 400 Orens, dann bin ich doch dabei. Mit dem größten Vergnügen. Ich brauche nämlich Geld. Oh ja. Lebt wohl. Genau, mehr möchte ich mit dir gar nicht reden. Ja, auf zum Sumpf. So, wo ist mein... Da, der Fährmann. Ja, bla bla bla. Bringt mich die Zeit. Und los geht's. Kann's los? Natürlich. Wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Sag mal, bei der ganzen Kohle, die ich dir mittlerweile in den Rachen geworfen habe, könntest du dir auch ruhig mal so einen kleinen Außenbordmotor leisten. So einen schönen kleinen Außenborder. Nen. Das wäre doch was. So, und da sind wir wieder. Schön zurück im Sumpf. Ja, aber mit dem Sturm warten wir mal noch ab. Weil erstmal will ich natürlich alle Sephira zusammen haben. Und ist das nämlich rausgeworfenes Geld. Oh, jedes Mal gruselig. So. Ja, wie viele Ertrunkene muss ich dann jetzt eigentlich töten? Na, keine Ahnung. So, aber erstmal muss ich jetzt zur Höhle. Die Höhle ist nämlich irgendwie... Ne, das ist der Obelisk. Schrein der Medite, eingestürzter Turm, Obelisk, Kreis der Elemente. Oh, Kreis der... Ah, ne, da war ich ja schon. Habe ich mir ja mein Zeichen jetzt hergeholt. Malkart Obelisk, Vaskas Hütte, Tipperat Obelisk, Oth Obelisk, Schrein der Medite war ich schon. Hä? GTA. Ich habe doch letztens irgendwo hier die Höhle gefunden. Bin ich jetzt blöde? Steingolem. Nur Obelisken hier. Ah, da, Höhle. So. Dann patschen wir hier mal eine Runde durch den Sumpf. Ja. Hier komme ich nicht weiter. Oh. Leute. Jetzt aber. Platsch, 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 platsch.
Mann, was muss das für eine Freude sein, hier doch zu leben? Da möchte man doch glatt tauschen. Immerhin gibt's hier was zu futtern. Ne, alles leer gefressen. Naja, die hatten wohl gerade Mittagspause. Was war das? Egal. Ich zieh schon mal vorsichtshalber mein Schwertchen. Wer weiß, was hier gleich alles auf mich wartet. Ah, da geht's zur Höhle. Ah, jetzt kann ich gleich mal gucken, ob mir mein Giftschutz jetzt bei diesem Pflänzchen hier hilft. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Ich fresse auch um einiges weniger Schaden. So, nimm das, du Pflanze des Grauens. Na, wenigstens gibt es ein bisschen Äther. So, zum Glück habe ich hier einen Trank Katze gebraut. Weil sonst seht ihr nämlich gleich wieder nichts. Und ich würde sagen, nee, Tafelwasser nicht, aber eine Runde Schwalbe. Wer weiß, was hier alles so auf mich zukommt. Kann ja niemals falsch sein. So, und jetzt, wo habe ich meinen Trank Katze? Wo ist mein Kätzchen? Tafelwasser, Bier. Waldkauz. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche... Ich habe deutlich zu viel im Inventar. Klar, Katze. Ich will Katze trinken. Jetzt aber. So. Jetzt dürftet ihr hier auch ordentlich was sehen. Oh, Wölfe. Gut, ein Wolf ist kein Ungeheuer. So, aber es gibt ein bisschen Wolfspelz. Den kann ich dann verkaufen. Oh, erforschen wir mal diese Höhle. Hier gibt es schon mal nichts. Ja, Vitrol und Rubedo. So, ja, jetzt kann ich mich entscheiden, gehe ich links oder rechts lang. Wir gehen erstmal links lang. Und dann kommt gleich wieder so ein kleiner Wolf. So, aber um den ist es auch direkt geschehen. Ja, ich lasse ihn jetzt mal einfach liegen. Ich nehme es dann alles mal auf dem Rückweg mit. So, der Korridor. Oh, da hinten ist irgendwer eine Erscheinung. Ja. Silberschwertchen raus. Und, ja. Jetzt brauche ich auf jeden Fall meinen Gruppenkampfstil. Natürlich auch gut, ich kämpfe jetzt gegen beide. Also eigentlich müsste ich jetzt, ja, in jede Hand ein Schwert nehmen. Aber es geht sich noch aus. So. Jetzt zu dir, du blöde Töle. Uiuiui, was gibt's hier Schönes? Eine zweihändige Stahlaxt. Ein temerisches Stahlschwert. Vier Ohren. Haha, ein weiterer Sephirer. Und Nierenfett. Sehr schön. Machen wir mit den Waffen. Hm, könnte ich jetzt da reinlegen? Ja, warum nicht? Und dich? Ah, du bist ja kein Silberschwert. Oder doch, doch temerisches Stahlschwert. Aber Schaden minus 20%. Hm. Na gut. Ne? Dann brauche ich dich eigentlich nicht so wirklich. So. Sammeln wir mal noch eben das Zeug hier ein. Und dann geht's wieder raus. So. Da hinten war noch die Leiche von dem Wolf. Nehmen wir auch noch direkt das Zeug mit. Wolfspelz. Ich glaube, ich werde ihn nachher mal verkaufen gehen. Gut, dann habe ich jetzt eigentlich die Aufgabe zumindest in der Höhle erledigt. Ich gehe jetzt nochmal ganz schnell zum Schrein der Druiden. Und ja, werde die Nachricht übergeben. Vielleicht gibt es dafür auch noch etwas Gold. Oder ich finde den Tod, weil Vivaldi da irgendwelchen Mist drauf gekritzelt hat. Aber das werde ich gleich feststellen. So, ich will zum zu den Druiden. Der war immer hier oben, der Hain. Ja, Druidenhain. Ja. Reicht mir aus. Ich will bloß die ungefähre Richtung wissen. Und ich sehe gerade, dass ich bald wieder ein Level abmache. Das ist natürlich cool. Ich hoffe, ich bekomme dann auch bald mal neue Talentpunkte. Also
nicht mehr nur Bronzetalente. Und mit dem bin ich ja nun mittlerweile echt schon durch. So. Ja, ich ziehe jetzt hier mal ein bisschen durch, weil sonst wird das hier auch einfach vom Zeitaufwand her zu lang. Das kann sich ja keiner angucken. Ja, aber ich kann hier nichts spenden. Und den Sephira habe ich auch schon. Obelisk scheint uralt zu sein. Ja. Da kann ich diese Runen nicht lesen. In diesen Leichen findet man auch immer ziemlich viel Gold teilweise. Aber vorher muss ich mich gegen so ein paar, ja, komische Mutantenrobben zur Wehr setzen. Aber egal, dafür gibt es ja auch gleich das Level ab. So, Jungs. Euer letztes Stündlein hat geschlagen. Juhu. Ja, Level up. Sehr schön. Obwohl ich ja generell so ein Level-System in Rollenspielen nicht so mag, aber bei The Witcher macht es wirklich Sinn. Weil man muss nicht irgendwie sinnlos jetzt durch die Gegend rennen und sich hochleveln, um jetzt dann doch mal die nächste Quest zu machen. Das geht so alles schön fluffig nebenbei. Ja. Und langsam sollte ich mich mal dafür sorgen, hier nicht zu sterben. Oh oh. Oh oh. Boah, das war knapp. Das war knapp. So. Gehen wir wieder weiter nach oben. Ich glaube, den habe ich auch schon. Den Sephira. Ja, den haben wir hier. Muss ich die dann irgendwie da reinspenden oder wie funktioniert das? Ich glaube, so wird das dann am Ende gemacht. Aber egal, wen haben wir jetzt hier? Ein paar Räuber? Nee. Ach, ein paar Kundschafter. Naja. So, dann sind wir auch schon am Ziel angelangt. Der Hain der Druiden. Wo haben wir jetzt unseren alterer Druide? Wo bist du denn? Oh, ui! Gwynblade. Was auch immer. Gwynblade. Was heißt das? Weißer Wolf. Hui. Ihr kennt mich. Euer Ruf eilt euch voraus. Ihr wisst vielleicht mehr als ich selbst. Ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Manche Dinge vergisst man besser. Dennoch empfinde ich Mitleid mit euch. Könnt ihr mir helfen? Leider nicht. Meine Schwestern aus dem Brokilon könnten vielleicht helfen, doch die sind in weiter Ferne. Erzählt mir vom Brokilon. Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden, eine von Menschen unberührte Wildnis. Doch unsere Nachbarn erheben Anspruch auf die Wälder. Daher kommt es ständig zu Grenzstreitigkeiten zwischen Menschen und Dryaden. Wer gewinnt diesen Krieg? Unsere Bogenschützen sind unübertroffen. Aber wie lange können wir der rohen Gewalt trotzen, die die Menschen zu den Herren der Welt gemacht hat? Ihr begrüßt also, dass die Elfen und Zwerge für ihre Unabhängigkeit kämpfen? Diese Kinder? Die haben den Sinn des Kampfes längst vergessen, dürsten nur nach Blut und Rache und empfinden nichts als Verachtung für die Menschen. Sie erkennen nicht, dass sie den Menschen damit immer ähnlicher werden. Wir verteidigen lediglich unsere Heimat, Gwynblade, und trachten nicht danach, die Menschen ins Meer zu treiben. Erzählt mir von eurem Leben. Brokilon ist unsere Heimat, Idline unsere Herrin. Wir leben im Einklang mit der Natur, gleiten durch das Dickicht und kennen die Geheimnisse des Waldes. Seid ihr glücklich? Wir haben Freuden und Sorgen, genau wie die Menschen. Doch unser Ende ist nahe. Der Krieg mit den Menschen dauert an und unsere Art schwindet dahin. Was macht ihr denn hier? Das ist ein Geheimnis. Und ich nutze die Gelegenheit, um diesen Hain mit seinen alten, wunderschönen Bäumen zu besuchen. Lebt wohl. Ja, und dabei könnte ich doch ewig zuhören. Ach ja. Na gut, aber wir müssen uns auch mal wieder auf unseren Auftrag konzentrieren. Und irgendwo hier war doch mein Kumpel Yevon.